Ja, hallo, liebe Roboterfreunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen heute RoboCraft. Und wir haben jetzt Sonntag recht spät und es ist wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, mit dem Roboter zu fahren. Ich gebe zu, ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob diese News, die ich letztens gelesen habe, die am 1. April rauskam, ob die jetzt vielleicht doch fake waren oder nicht. Vielleicht soll ich das noch machen? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Rein theoretisch sollte Montag ein Update rauskommen, wo die Megabots quasi rausgeschmissen werden, dass man die nicht mehr braucht. Und deswegen dachte ich mir, machst jetzt noch eine Folge, wo du schön fett mit dem Mega fährst. Das ist unser letzter Mega, den wir gebaut hatten. Sehr schnell haben wir den hingeklatscht gehabt, ein paar Folgen war der schon fertig. Andere Leute investieren da auch länger, viel mehr Zeit. Aber egal, wir benutzen den und gehen mal sofort in so einen richtig schönen Team-Deathmatch. Nochmal so richtig schön den richtig schön benutzen, ne? Richtig schön bam, 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 wegballern und so. Also, wir sehen uns in der Schlacht wieder. Ach ja, das wird witzig. Der hat immer noch keinen Namen übrigens. Ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Scheiß drauf, er braucht keinen Namen mehr. Er wird ja eh bald dismantelt. Und also, beziehungsweise für euch, das dürfte eigentlich eine Folge, die müsste am Mittwoch rauskommen, wenn ich mich recht irre. Das heißt, für euch gibt es schon gar keine Megabots mehr. Dementsprechend ist das jetzt eine tolle Folge für euch. Die Nostalgie. Spürt ihr, wie die Nostalgie durch euch strömt? Ach, wieder mal einen Megabot zu sehen. Ja, ja, lang ist her, da gab's die mal. Okay, ein letztes Mal mich unsicher fühlen. Oh, es geht ja schon sofort los. Okay, ich hüpfe hier rüber. Sich nochmal unsicher fühlen, was ja Teammäßigkeit angeht. Ich hoffe, ein paar Leute folgen mir. Ja, sieht gut aus. Weil ich bin eigentlich kein Teamleader. Ich möchte eigentlich nicht das Team zum Ziel führen. Das ist eigentlich nicht so meins, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich mache eh alles falsch. Alter Falter, wenn man gleich beflackt hier bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe, die anderen kommen hinterher. Die schaffen das. So. So. So, wir müssten... Na, ich hoffe... Oh Gott. Keiner ist mitgekommen. Ach du Scheiße. Wenn keiner mitgekommen ist... Fuck, hier kommt keiner mit. Jetzt stehe ich hier gleich alleine gegen die ganzen Meute. Oh, das kann was werden, du. Ach du Scheiße, das ist natürlich auch noch so ein ähnliches Vieh wie ich. Ich hoffe, die flankieren uns jetzt nicht, aber das können die eigentlich gar nicht, wenn man bedenkt, was hinter uns alles abgeht. Oh ja, jetzt springt er endlich mal. Da kriegt er wenigstens ordentlich Damage. So ist gut. So ist gut. Spring ruhig nochmal hoch. Wie sieht's aus? Flankiert uns jemand? Nein, aber da ist so ein Flieger aus dem Hin. Okay, das war ich aber nicht. Und das ist bloß einer, das ist bloß einer. Versteckt euch hinter mir, direkt hinter mir bitte. Die Waffen wegballern schnell. So, Alter, wie viele Waffen hat denn der? Irgendwas heilt den. Schießt der auf mich, ja. Ich weiß ja nicht, was hinter mir abgeht. Das sieht man ja schlecht. Ach, da ist ein kleiner Heiler. Unter ihnen ist ein kleiner Heiler. Jetzt wäre so ein Schild nicht schlecht. Ja, viele meiner Schüsse gehen sonst wohin. Da ist der Kleine. Den Kleinen will ich umbringen eigentlich. So, wie sieht's aus? Hinter mir sind noch nur rot und nur blaue. So. Okay. Ich hoffe, meine Leute können sich gut verstecken. Ich würde am liebsten seine Beine wegballern, damit er nicht wieder wegrennen kann. So, wie sieht's hinter mir aus? Wie sieht's bei mir aus? 89% habe ich noch. Okay, der Dicke ist gleich down, deswegen schieße ich mal weiter auf den Dicken. Wobei der Kleine natürlich auch Decker ist. Hinter uns ist da irgendwas? Ich hoffe nicht. Der versucht mit seiner oberen Waffe noch meine Leute hinter mir abzuknallen. Das lasse ich nicht zu. Sehr schön. Das hat gut funktioniert. Mal gucken, ob wir es noch weiter treiben können. Treiben wir die Sache noch auf die Spitze. Aber man muss auch sagen, das andere Team, ne? Der Typ, erstmal der Typ war fast alleine. Also wir waren irgendwie so 3 gegen 3, habe ich das Gefühl. Und die restlichen... Alter, das ist natürlich auch geil. Nice. Da drüben ist noch was Rotes. Miau. Ja, aber ich finde meine Wand ganz cool. Also, mir gefällt das. Mir gefällt das Ding. Ja, ist ein leckerer Mega geworden. Ich bin hier nicht so oft gefahren. Gefahren kann man nicht sagen. Ich bin hier nicht so oft gelaufen. Einfach,
Weil, ja, ist halt ein Megabot, ne? Und ich mag es einfach nicht, so der Verantwortliche zu sein für das Team. Weil eigentlich, der Megabot diktiert ja schon relativ ein bisschen was. Wobei, gerade eben hat er nichts diktiert. Ja, damage-mäßig haben wir echt das meiste ausgeteilt. Bei so viel Waffen aber auch kein Wunder. Und ja, war doch ganz gut. War eine gute erste Schlacht. Mal gucken, was wir bekommen. War keine lange Schlacht. Ich habe auch nicht wirklich viel gekillt. Eigentlich habe ich, glaube ich, gar nichts gekillt. Ja, mal, trotzdem würde ich mich mal interessieren, was wir bekommen. Und dann machen wir gleich noch eine Schlacht. Das wäre sehr schön. So. Wir bekommen, ja, Victory, wow, fast eine Mille bekommen, nice. Gut, dann auf in die nächste Schlacht. Können wir es schaffen gegen Sniper und Heavy Scouts und keine Ahnung was alles. Ach, die schönen Megabots, ich werde sie vermischen. Ich habe den echt nicht oft gespielt, muss ich ja echt zugeben. Megabots habe ich nicht oft gespielt. Aber trotzdem Leute, es ist was Tolles. Und jeder sollte die spielen, jeder. Naja, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ihr wisst es mittlerweile ja schon, wie es aussieht. Oh, cool. Perfekte Tarnfarbe gewählt. ihr wisst ja wahrscheinlich mittlerweile. So, wo fahren wir denn lang? Durch die Mitte? Ich gehe mal durch die Mitte. Können wir besser reagieren auf alles andere. So. So, ich bin... Oh, Schwein gehabt. So, ihr wisst ja mittlerweile bestimmt, wie das ist mit mehr CPU. Es gibt ja auch ein Level Gap, wurde ja erhöht. Da ist ein Gegner. Okay. Soll ich hier langlaufen oder soll ich weiter gerade... Oh, da... Oh, ist das der Mega? Ist das der Megabot schon? Wie kommt denn der hier hin? Hä? Was? Wieso sind die schon so weit vorne? Okay, der ist down. So, der kriegt hoffentlich auch gleich noch einen down. Oh shit, neben mir ist was. So, schnell den wegballern. Ja, gibt's Heiler, die mich heilen könnten? Oh, oh. Jetzt schießen zwei, von zwei Fronten schießen die auf einen. Ist nicht gut. Okay, die eine Front wurde ausgeschildert. So, ich brauche ein bisschen Heilung. Ein paar versuchen es, mich zu heilen. Shit, ich durfte mich nicht selbst heilen gerade. So, Schaden bekommen die ja schon, die Gegner. So, ein bisschen Energie sparen. Ich hoffe, die zerpflücken mich in der Zeit nicht. So, seine Waffen könnte man wegschießen. Das ist okay. So, wir halten die hier vor uns ein bisschen in Schach. So, ich hoffe, dass die jetzt nicht in den Rücken fallen jetzt, wenn ich hier vorlaufe. Ich weiß nicht, wie es in der Mitte aussieht momentan. Ich spotte die mal. So, der Railgunner wird nicht viel ausrichten können. Der kann auch nicht mehr weg. So, der Kleine vor mir hat jetzt ein kleines Problem. So, ich lasse mal... Ja, so, sehr schön. Ich glaube, ich habe den Heiler noch bei mir. So, jetzt kommt der Mega hier. Der hält aber irgendwie gar nichts aus. Scheiß auf den... Was? Oh, der ist weggeblinkt. Wie sieht es hinter mir aus? Ich sehe nur blau auf der Karte. Sehe gerade mal nichts Schwarzes. Was Schwarzes? Sag ich schon, was Rotes. So, ich habe das Gefühl, ich bin schneller, wenn ich springe. Ja, der rennt eh gleich wieder zum nächsten Gegner. Das ist ja eh der letzte. Okay, wieder eine Schlacht gewonnen. Aber ich weiß echt nicht, also an mir lag es jetzt nicht, dass wir die gewonnen haben. So, die wollten uns flankieren, haben es aber irgendwie doch nicht so richtig geschafft. Sehr schön. Wieder ein Match gewonnen. Hihi, oh, Megabots macht doch Spaß. Megabots sind schön. Megabots machen wirklich Spaß, Leute. Aber naja. Ein bisschen schade, dass man die nicht als Team spielen konnte oder so, dass man immer nur alleine fahren kann. Und ja, na gut. Dann auf in die nächste Schlacht. Naja, eine halbe Mille gewonnen. Nice. Da sind wir. Mal gucken, was wir diesmal für einen Gegner kriegen. Ich hoffe doch, dass da mal ein fetter Megabot dabei ist. So ein richtig dicker. Da ist ein Alienware-Typ. Oh, da fliegt einer mit Alienware durch die Gegend. Okay, den habe ich schon dismantelt. Der ist schon bei mir gelöscht. weil, keine Ahnung, ich kann den Kopf, den könnte ich jetzt hier drauf machen auf meinem Megabot, weil das cooler aussieht, aber ja, ich glaube nicht, dass ich es brauche. So, wo laufen wir denn lang? Ich bin ja so ein Tunneltyp. Deswegen gehe ich durch den Tunnel gehe ich. So, wobei durch die Mitte laufen auch nicht schlecht ist eigentlich. Aber naja, wir gehen momentan durch die Mitte. Die anderen Leute folgen mir ein bisschen, das ist gut. Ja, weil ich gleich direkt geheilt. Okay. So, anschießen, Leute. Das gilt bei Robocraft als Begrüßung. So begrüßt man sich hier. Heiler machen natürlich Heilung.
Aber ich als Schütze muss halt... Ich habe übrigens noch nie, also abgesehen von den letzten Tests, habt ihr ja schon gesehen, wo ich mal getestet habe. Oha, da kommen schon die ersten Schildheinis. Hier, versteckt euch hinter mir. So, ist gut. Ich duck mich schon mal. Und schleich mich nach vorne. Und... Oh, lol. Okay, der will sterben. Ich hoffe, er stirbt. Ist das der TXer, lol? Das Anschluss TXer, würde ich sagen. Halt, boah, shit. Haben wir auch ein Schild? Habe ich jemanden, der mich heilt? Ich hoffe mal, dass die Leute hinter mir heilen. Ich mache meine Energie ein bisschen ersparen. Oh Gott. Der wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ich versuche seine... Nein, die haben noch ein Schild. Oh Gott, das kannst du vergessen. Das hält man nicht durch. Das hält man nicht durch, du. Mehrere Schilder haben die. Das kannst du doch vergessen. Die haben drei Schilder auf ihrer Seite. What the fuck. Wir haben, glaube ich, nicht mal eins, wenn ich das richtig sehe. Das hält man nicht durch. Alter, schon wieder ready? Ja, ich bin gleich im Arsch, Leute. Also ich kann nichts machen. Wenn die ja 1000 Schilder haben, was soll ich da machen? Ich kann draufschießen, aber es bringt nicht viel, wenn die ein Schild haben. Ja. Okay. Ja, das ist dann der Kack dabei, Leute. Wenn du dann das Gegnerteam irgendwie drei Schilder hat, so permanent, das war ja fast permanent Schild an. Ich hätte mich auch durchschieben können vielleicht. Keine Ahnung, was jetzt die richtige Vorgehensweise gewesen sei. Sind die im Platoon gewesen? Ich weiß es nicht, aber naja. War eine sehr kurze Schlacht. Aber vielleicht gewinnen sie es ja noch. Ja, ich möchte es zwar bezweifeln, aber vielleicht gewinnen sie ja noch. Naja, bis gleich. Na, ob wir diesmal gewinnen? Ich habe teilweise das Gefühl, dass ich länger am Ladebildschirm hocke als im Spiel. Also das war ja wirklich krass gerade. Also da sieht man auf jeden Fall, die Schilde bringen was. Stellt euch mal vor, ihr habt auch so ein Team, wo diese drei Schilde ineinander spawnen können und danach kommt direkt schon das nächste wieder, weil der erste schon wieder fertig ist mit seinem Schild. Aber das scheint auch abgesprochen gewesen zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch ein Platoon im Spiel war. Ich weiß es aber leider nicht mehr. Ja. Ihr habt es bestimmt... So, ich gehe durch die Mitte. Weil ich es nicht mag, da links lang zu laufen. Deswegen gehe ich durch die Mitte. Ganz easy. So. Ein paar Leute spawnen jetzt erst. Das dauert ein bisschen. Ich frage jetzt, ob wir hier unten lang oder da oben direkt vielleicht sogar lang. Ich gehe mal unten lang. Genau deswegen gehe ich nämlich ungern da oben lang. Okay. Gespottet. Wo? So, ein bisschen mal da oben den Typen beflacken. Aua, ey, haben die nur so eine Flughainis? Könnte problematisch für uns werden. Oh, da ist der TXer vom Gegnerteam. So, der merkt, glaube ich, nicht, dass er von der Seite angeschossen wird. Doch, jetzt merkt das. Aber wir haben jetzt 1000 Gegner überall stehen. Das ist nicht gut. Hier stehe ich echt ungünstig. Vielleicht soll ich mich echt zu meinem Team zurückziehen. Lass ihn zurückgehen, Chaotik-Typ. Los, zurück. Mit dir, zurück. Komm, du schaffst es. So, ich muss in Deckung gehen, weil da vorne kannst du nicht stehen bleiben. So. So, kann ich ihn seine Waffen wegballern? Mehr oder weniger, der wird auch geheilt da oben. Okay, interessant auf jeden Fall. Oh Gott, der ist gleich tot, der Typ da oben. Und überall diese Flughainis, nicht schön. So. Dann lassen wir uns halt zurückdrängen auf die Basis, das ist kein Ding eigentlich. Aber da offen zu stehen ist halt einfach schlecht. Da offen zu stehen ist einfach schlecht. Das geht einfach nicht. Ja, fahr ruhig zurück ein bisschen. Ja, bleib doch nicht da stehen, fahr zurück. Oh Gott, einfach keine Chance. Die Map ist auch eklig. Ich mag die Map nicht, aber ich mag ja alle Maps nicht. Also von daher... Doch, die eine Mars-Map mag ich, die wir vor uns gespielt haben mit der Höhle da. Mit dem Tunnel, die mag ich eigentlich sehr gern. Eigentlich müsste ich den mal ein bisschen beschützen hier, so. So, vielleicht haben wir Glück, die werden so extrem übermütig. Alter, wie viele Fluggeräte hier rumfahren. Kannst du, Alter, der Sniper, ne? Nice, Mann, dass der mir weggeballert hat. So. Ich glaube, er schießt nicht auf mich. Doch, er schießt wieder was auf mich. Ja, keine Chance. Krass. Ja, das war auch dumme Entscheidung von mir wieder mal. Und deswegen spiele ich halt nicht so gern. Also, Megabot-Spiel macht Fun, weil man so groß ist und fett. Aber wenn dann sowas kommt, so eine Entscheidungsmöglichkeit, und dann entscheidest du dich falsch. Ich stand da total offen auf einmal.
Ich stand einfach total offen, keine Deckung und von überall kamen Schüsse rein. Ist das eine scheiß Entscheidung? Vielleicht hätte ich doch links langlaufen sollen, dann können sie bloß von vorne oder von rechts kommen. Ach, keine Ahnung. Die Map, die ralle ich sowieso nie richtig. Also als Megabot ist sowieso schwierig. Zumindest für mich, weil ich nicht so viel Erfahrung habe. Also gut, dann gleich in die nächste Schlacht. Nicht schon wieder die Map. Nein, nicht schon wieder die Map. Ach, kacke. Okay, diesmal laufen wir auf die Seite, in der Seite lang. Keine Ahnung. Wir laufen diesmal an der Seite lang. Ist, glaube ich, besser. Auch wenn vielleicht ein Haufen Flugzeuge kommen und so. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist besser, da an der Seite lang zu laufen. Also hinter mir die Seite. Nicht die hier, sondern die andere Seite. Ich glaube, das ist eine bessere Taktik. Hoffentlich kriegt man es besser hin diesmal. Ich hoffe es so. Ich hoffe es. So. Dom, 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 da, dom, dom, da, dom. So. Hallo, kleiner Mann. Wir laufen alle da oben lang. Kann ich da auch hochlaufen? Ja, yeah, geil. Bam, bam, bam. Wenn die das können, kann ich das auch. Miau. Ah, ich habe ihn getroffen. Juhu. So, ein paar Mal treffe ich anscheinend. Lol. Komm, komm, der ist down. Holt ihn euch. Yeah, nice. Ja, schade, Dauerfeuer bringt da nicht so viel. Aber wir haben ja noch einen Seeker. Okay. Hier scheinen wir tatsächlich ein bisschen besser geschützt zu sein. Unser Team kommt auch hinterher. Sehr schön. Okay, der wurde ordentlich getroffen. Der wird ordentlich getroffen. Wow, der schießt Raketen random in die Richtung. Lol. Soll ich da lang oder soll ich hier geradeaus weiter? Hä, hinter uns? Hä? Was, wie schnell waren die denn jetzt? Hä, wie schnell sind die da hingekommen? Hä? Moment mal, wie geht das denn? Wie schnell bitte sind die da durch die Mitte gefahren? Wie schnell bitte? Was war das denn? Hä, was? Ich verstehe die Welt nicht mehr. So, der ist down, hoffe ich doch. Nice. Jetzt kommt sein Kollege hier. Mit verschiedenen leckeren Waffen. Die schießen aber nicht auf mich, die schießen auf andere Leute. Das finde ich nicht gut. So, schießen wir mal mit auf den da. Ich habe keine Energie mehr, kacke. Okay, die zieht sich gerade auf unseren Fleck zurück, finde ich auch witzig. Aber keiner heilt den mehr, das ist gut. Wie sieht es mit unseren Leuten aus? Ich habe keine Ahnung. Die hocken alle auf einen Fleck vom Gegnerteam, das ist gut. Der ist schon quasi tot hier. Der ist schon quasi tot. Komm, die Waffen sind noch weg. Sehr schön. Komm, der ist fast down. Ja, yeah, nice. So. Leben die Leute noch? Ja. So. Die kriegen mich eh nicht klein. Die sind viel zu wenig. Die machen gar keinen Schaden, die kleinen Viecher. So. Süß. Okay, das haben wir noch irgendwie wenden können. Aber, Alter, wie schnell der da? Wie schnell die auf einmal hinter uns waren? What the fuck? Krass. Da hätten wir jetzt aber echt Glück gehabt gerade. Da haben wir Glück gehabt. Da war noch ein schöner Kampf. Eine Schlacht kriegt man noch locker rein. Die kriegt man noch locker rein. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr Action sehen. Yeah. Und jetzt kommt nochmal die schöne Ice Map. Mal gucken. Ich frage mich immer noch, wie die vorhin so schnell waren. Keine Ahnung, wie die es geschafft haben. Aber ist nicht schlimm. Alter, drüben haben die nur Robo 22, 13, 12, 11. Alter, geile Namen. Ich bin Robo 15. Robo 15. Ach ja, der arme Megabot wird bald sterben. Okay. Wie sieht's hier aus? Okay. Ja, ich würde schon gerne durch die Mitte, aber... lass uns mal da lang laufen. So, jumpen wir einfach über den drüber. So. Und dann laufen wir einfach mal da lang. Vielleicht schaffen wir ja irgendwas. Vielleicht schaffen wir ja irgendwas. Die Leute sind hinter uns. Perfekt. Nice. Naja, die Leute... Ja, einer vor uns, zwei hinter uns. Hat irgendjemand da, haben die Heilwaffen drauf? Der hat einen Haufen Siegerwaffen drauf, lol. Ich glaube, der hat zwei oder drei Siegerwaffen da drauf. Ich wurde schon markiert. Nicht gut. So, wie sieht's denn aus hier? So, da haben wir schon den TXer. Die Frage ist, wer in welche Position kommt, als erstes kommt. Theoretisch, wenn ich jetzt da zurückdränge, haben wir das Problem, dass die von rechts gleich kommen werden. Ich habe aber auch Bock, den zurückzudrängen, wenn wir den gerade so krass
beschlacken können. Habe ich da echt Bock drauf. Jetzt holen wir uns den hier. Der kann jetzt nicht mal abhauen, weil der ist zu beschädigt. Der wird sterben auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir mal nach rechts gucken. Da ist noch nichts, oder? Doch, da kommen sie langsam von rechts. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir eingekesselt sind. Außer wir drücken jetzt hier geradeaus weiter. Treffen, treffen, treffen. Okay. Wir müssen jetzt hier schnell weiter drücken, weil sonst kommen sie von der rechten Seite. Und so haben wir es immer vor uns. Oder notfalls auch hinter uns. Aber nur von einer Seite halt. Okay. Wo ist er denn hin? Da ist er. Das ist zwar nicht der Mega. Oh shit, shit, shit. Ich muss über den drüber springen. Hör auf den zu schießen, Mann. Ah, sorry. Oh Mist, die haben glaube ich, erwischt. Capturen die bei uns? Kacke. So. Gott, erst. Die capturen bei uns. Ich hoffe, dass irgendjemand zurück kann und den ein bisschen auseinander nimmt. Ja, die kommen jetzt von hinten, ne? Der fährt rum, der Sack. Fährt rum. Nein, nein. Ach, mach Platz, mach Platz, mach Platz. Der will von hinten kommen, der Sack. Oh nein, sind die jetzt geradeaus weitergefahren? Oh Gott. Oh nein, meine Leute werden in der Luft abgeschossen. Oh shit. Oh shit, ey. Es läuft alles nicht so, wie es laufen soll. Oh, dann halt dich. Dann du halt, du kleiner Sack. Jetzt habe ich das Problem, ich werde natürlich nicht mal geheilt. Jetzt habe ich den Megabot vor mir. Ach, das wird kacke. Das war eine dumme. Es war nicht so gut, wie ich mir das geplant hatte. Ist rechts von mir noch einer? Ich weiß es nicht. Wenigstens habe ich den kleinen Heiler neben mir. Ja, die capturen eh bei uns. Wir haben eh verloren. Ist gleich durch das Capturen. Und den kriege ich nicht mal tot, ey. Scheiße. Ah, eine beschissene letzte Schlacht. Eine beschissene letzte Schlacht, würde ich sagen. Nicht schön. Wo jemand heilt den, hält den auf. Aber wir sind bloß noch zu hell. Wir sind bloß noch zu zweit. Wie kann das sein, dass sie aufhalten? Ich glaube, die halten den gar nicht auf. Vielleicht haben wir ja Glück und die wollen nicht zu Ende capturen. Doch, die capturen zu Ende. War bestimmt gleich von hinten oder von irgendwo. Ja, Kaka. Das war doof. Ich dachte echt, wir können die dann so zurückdrängen. Aber die Gegner waren klug und haben sich die ganze Zeit zurückgezogen. Dadurch haben wir nicht permanent schießen können. Das war ein bisschen doof. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die zurückrennen, alle. Ich dachte echt, die bleiben da und kämpfen die ganze Zeit. Da hätten wir sie niedermetzeln können. Da hätten wir vielleicht auch was machen können. Aber die sind echt alle abgehauen. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Kacke. Ein beschissener letzte Schlacht. Ein beschissener letzte Schlacht. Aber trotzdem, Megabots machen Spaß zu spielen, Leute. Man kriegt auch ordentlich Geld, wie man sieht. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich war der Tenji hier von The Noobs Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.